Ein wunderschönes Hallo aus dem Urlaub. Ich bin Something Call für den Kanal Zucchifini. Und wir haben hier gefühlte 120% Luftfeuchtigkeit und es ist mörderheiß. 35 Grad im Schatten und bei dieser Luftfeuchtigkeit, da kommt man nur vom Sitzen, nur vom Stillstehen und Stillliegen oder Stillsitzen ins Schwitzen. Und ich komme natürlich jetzt noch mehr ins Schwitzen, denn ich habe hier was für euch. Ja, was Neues. Ein Mikrofon. Und da wird man auch schon ganz hebelig. Es ist ein tolles Mikrofon, ein dynamisches Mikrofon diesmal. Hat natürlich auch Nierencharakteristik. Und das packe ich jetzt aus für euch. Und für mich natürlich. Es ist übrigens, ja, man kann es ja lesen, ne? Das Shure SM7B. Dynamisches Großmembranen-Mikrofon. Die Umverpackung. Und jetzt hat man hier eigentlich nur ein stinknormaler weißer Karton. Hier noch ein paar Details mit Barcode und so. Auf der Seite auch nichts. Und versiegelt ist es auch noch. Deswegen habe ich hier ein kleines Messerchen bereitgelegt. Und da schneide ich jetzt einfach mal einmal hier und einmal hier rein. So, ich glaube, das war's, oder? Auf der Seite nicht. Nein, auf der Seite nichts. Oh, hoppala. Ja. Was haben wir hier? Eine orange Karte in ein Schuhaufkleber. Vermute ich mal. Legen wir auch mal dahin. Oh, ich mache es mir mal ein bisschen bequemer. Ich mache das Unboxing übrigens auf dem Boden. Ja, es ist anstrengend, es ist mörderheiß. Ein Haufen Papier ist da dabei, mein lieber Herr Gesangsverein. Da kann man das Mikrofon registrieren. Das nimmt ja kein Ende. Was ist denn das? Muss ich mir mal genauer angucken. Ich weiß nicht genau. Also lege ich es hier hin. Und natürlich die Gebrauchsanweisung in allen möglichen Sprachen. Wenn man sich mit Mikrofonen oder so nicht auskennt oder keine Ahnung hat von Mikrofonen, dann ist es wirklich ratsam, mal einen Blick da reinzuwerfen. Ansonsten kann man es getrost auf die Seite legen. Was geht denn zuerst? Ich glaube, das hier muss ich zuerst auspacken. Und da kommt es in seiner ganzen Pracht schon zum Vorschein. Oh, das ist hier noch ein Klettband. Wahrscheinlich um das Mikrofonkabel zu fixieren. Das XLR-Kabel. Ja, das Mikrofon hat einen XLR-Anschluss. Dann machen wir erstmal das Mikrofon. Holen wir das Mikrofon erstmal raus. Hier. Oh, ein ganz schöner Brocken, muss ich sagen. Es ist ganz schön schwer. Ja, es ist auch sehr robust, habe ich mir sagen lassen. Man kann es montieren, entweder so hochkant oder hängend kann man es montieren. Es ist wirklich schwer. Es hat meines Wissens nach, glaube ich, 725 Gramm. Das ist eine ganze, nee, 765 Gramm sogar. Eine ganze Menge. Der Übertragungsbereich liegt zwischen 50 Hertz und 20 Kilohertz. Ich weiß nicht, ob ich den einfach so abkriege. Irgendwie kann man den, glaube ich, so abdrehen oder abziehen oder so. Ja, da kann man den so rausziehen. Mache ich jetzt mal einfach. Und darunter verbirgt sich ein Stahlkäfig. Und darunter ist die Kapsel. Also bombensicher. Das Ding kann auch mal runterfallen. Und es macht seinen Dienst weiter. Ist das nicht klasse? Ja, jetzt lege ich es mal kurz so hin. Denn ich kriege es immer noch nicht raus. Wenn man das abgedeckt haben möchte, dann hat man hier, aus Metall ist das, das klebt man dann so drauf, also die zwei Schrauben löst man da und dann kann man das so drauf machen und zuschrauben, dann ist es abgedeckt, dann sind diese abgedeckt hier. Das sind Schrauben und dann ist das, schraubt es einfach so dran und dann ist es abgedeckt. Man muss nur zwei Schrauben abschrauben, nicht alle vier, nur die zwei Schrauben, dann ist es in Ordnung. So, aber jetzt muss ich es wirklich mal tatsächlich noch auf die Seite legen, denn ich komme hier nicht weiter so. Es ist nämlich noch was dabei. Ein Nahbesprechungspopschutz und keine Ahnung, was zum Fixieren, das ist irgendwas noch mit drin in der Tüte. Ich weiß nicht, was es ist. Jetzt nehmen wir das Mikrofon wieder zur Hand und packen das dann so drauf. So. Und dann sieht es so aus. Das ist für die Nahbesprechung oder für Außenaufnahme auch gut geeignet. Ja, speziell dick. Das Ding, das kostet, glaube ich, alleine schon über 30 Euro, wenn man es kaufen müsste. Das ist hier mit dabei. Und das war es aber auch schon, was dabei ist. Jetzt mache ich den Standard-Popschutz wieder drauf. Ja, so, er ist fest.
Hier ist der XLR-Anschluss mit integriert und das ist tatsächlich ein 5/8 Zoll Gewinde. Ja, also es ist ein richtiger Kabenzmann, richtig schwer und ich werde natürlich auch, natürlich, selbstverständlich ein kleines Review dazu machen und einen Klangtest hier abliefern und auch hier hochladen auf unseren Kanal. Ja, liebe Freunde, so, machen wir das mal hier zu ein bisschen. Bringen das Mikrofon nochmal ein bisschen in Szene. Und dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die unten, hier unten, in die Kommentare schreiben. Die Kommentare, wo sind die? Na da, da unten sind die Kommentare. Da könnt ihr sie reinschreiben. Winke, winke. Ich war Sandwinkel für den Kanal Sugifini. Bye, bye.